Yo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Captive Minecraft, heute 99, würde ich mal sagen. Und ja, ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Zahl und ich nehme es auch gerade wieder am Samstag auf und am Montag will ich dann nämlich Staffel 9 starten. Und dann muss ich auch nochmal gucken, ob das performance-technisch alles so läuft, wie ich das will, weil da bin ich in der Craft-Attack-Welt unterwegs und ja, da muss ich mal gucken, dass das so richtig alles funktioniert. Und nicht die ganze Zeit so richtig laggt. Also ich hatte das auf jeden Fall schon mal gemacht. Da bin ich mal in die Welt gegangen, da hat es übelst geleckt, also richtig schlimm. Und ich hoffe mal, dass das nicht dann in einem Let's Play so ist. Also ich hoffe, dass wirklich alles geht und ich nicht noch ewig viel Zeit da reinstecken muss, das zu fixen. Das müsste ich nämlich heute oder morgen machen, wenn das noch vor der Aufnahme passieren soll, ne? Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier einfach mal an. Wir wollen ja die Gas gleich spawnen, da muss ich mir einen Platz suchen natürlich und ja, dann mal gucken. Ich bin jetzt auch versehentlich mit der 1.11 reingegangen. Tut mir leid, Leute, aber ich habe einfach nicht nachgedacht und bin aus Versehen mit der 1.11.2 jetzt in die Map gegangen. Ich hoffe mal, dass alles funktioniert trotzdem noch und ja, das ist jetzt eben mal so leider passiert. Ja, ich hoffe mal, dass das keine Auswirkungen hat. Also, ne, das ist natürlich so ein Ding. Aber ich glaube, eigentlich dürfte doch alles funktionieren und klar gehen. Also sonst würde mich das schon sehr wundern, warum jetzt auf einmal mit der Version nicht. Ich habe ja nicht zurückgepatcht, dann würde ich es verstehen. Aber wenn ich jetzt vorwärts patche, müsste ja eigentlich alles kompatibel sein. Naja, müssen wir mal gucken. Ach, guck mal hier, das ist schon das Erste, was nicht mehr kompatibel ist. Die Schrift steht nicht mehr da. Na super. Ja, siehst du, also hier sind auf jeden Fall schon Bugs drin, aber wenn sie jetzt das Spiel nicht allzu schlimm beeinflussen, ist es ja eigentlich auch egal, weil die Map ist ja auch, ja, wir sind ja fast durch, ne, und deswegen ist es ja dann nicht so dramatisch. Wir wissen ja, wo es lang geht. Huch, hä? Kann ich hier nicht runter? Ach so, das ging hier, gell? Nee, hä? Ich dachte, ich kann hier runter. Ah, nee, das war ja, ah, stimmt, das war ja gar nicht so, sondern das war ja hier über den Knopf, weil ich ja den Quarzblock kaputt gemacht habe oder so. Ja, da gucken wir mal. Also ich werde jetzt hier einfach mal einen Gas irgendwo spawnen. Ich wollte den aber eigentlich im Nether machen. Ich denke mal, da ist der beste Platz dafür. Also hier auf jeden Fall nicht in dem komischen Raum. Muss ich mal gucken, hier unten. Ja, ich hoffe, dass jetzt auch mit dem Portal und so alles funktioniert. Kann das sein, dass da jetzt irgendwas schief geht? Was ich natürlich nicht hoffen will. Ja, siehst du, jetzt spawnen wir nämlich hier. Und eigentlich, wenn man sonst im Survival-Modus war, ist man nie hier gespawnt. Sondern immer oben. Hier ist man nur im Creative-Modus gespawnt. Und das geht wohl jetzt nicht mehr mit der 1.11. Naja, toll. Warte, dann beschleunige ich mal hier. So, bisschen nach oben fliegen. Wo wir eigentlich hätten landen müssen. Lol. Ach so, hier wird nicht mehr geladen. Na, dankeschön. Alter. Lol. Oh Mann, das ist jetzt so verbuggt, ey. So, warte. Okay, Moment. Dann Game Mode 0. Und dann hätten wir das. Ja, dann kann ich ja mal hier vielleicht ein Gas spawnen oder so. Ich will natürlich mir jetzt auch nichts kaputt machen hier drinne. Also die Schilder und so. Das ist natürlich so eine Sache. Deswegen würde ich sagen, wollen wir das vielleicht so machen. Gas brauchen ja einen Platz von 3x3, oder? Da würde ich vielleicht hier sowas bauen, so einen kleinen Raum. Theoretisch muss er ja hier schon spawnen können. So, ich kann ja mal 4x4 machen. Und halt auch 4 tief. Dann müsste es ja eigentlich gehen. Bin ich ja mal gespannt. Also ich werde jetzt mal einfach mein Bestes versuchen. Da haben wir auch nochmal Eisen. Hätte ich auch nochmal gucken können, wegen Eisen. Hier oben, aber nun gut, ich habe ja unten genug gegraben eigentlich. Huch! Ach so! Bin ich auf Peaceful? Ah ja, stimmt, ich war auf Peaceful wegen Lex. Lol. Ah gut, wenn er gleich aufkommt, ist auch doof, ne? Das ist natürlich scheiße. Ich muss einfach mal schaffen jetzt noch, dass der nicht stirbt. Da bin ich ja mal gespannt. Das ist voll die Gastquälerei hier. So vielleicht. Ne, die sind anscheinend noch größer. Lol.
Jetzt kriege ich natürlich Gastreden, das ist natürlich ein bisschen OP. Werde ich natürlich auch gleich wieder löschen, die Items. Oh lol. Scheiße, ich bin schon fast tot. Und habe kein Essen. Na toll. Ja, und genau aus dem Grund habe ich mir gleich einen ganzen Stack geholt an Spawn-Iron. Das ist natürlich so eine Sache dann, ne? Ich glaube, der Raum ist noch zu klein, oder? Also von der Höhe her. Der Rest sollte eigentlich schon passen, oder? Nee. So ist richtig, okay. Also es war schon okay so. Na, sieht er mich? Sieht er mich nicht? Lol. Achievement get, geil. Ich hab es. Sehr schön. Boah, yes. Das hat auf jeden Fall Reaktionen erfordert. Na gut, aber ich wollte das jetzt halt einfach noch machen, das Achievement. Weil das sonst wirklich zu blöd gewesen wäre. Weil ich wahrscheinlich irgendwann mal einen wichtigen Spawner abgebaut habe. Und ja, dann hätte ich gar keine Chance mehr gehabt, das jetzt zu machen. Weil natürlich spawnen hier keine Monster, sondern nur über Spawner. Weil das irgendwie deaktiviert ist dadurch, dass wir nur Netherziegel haben oder dass wir nur Steine im Nether haben oder so, keine Ahnung. Dadurch können die dann nicht spawnen, weil die spawnen, glaube ich, nicht auf Steinen. Oder, na gut, ich glaube, es liegt aber generell am Biom und nicht an dem Block, wo drauf sie spawnen, soweit ich weiß. Früher hieß es ja auch immer, ja, Monster spawnen nicht auf Holzblöcken. Aber das ist völliger Quatsch, die spawnen auf allen Blöcken. Die spawnen auch hier auf denen und auf allen festen Blöcken. Halt nur nicht auf Slabs und so, das ist ja klar. Die spawnen auch auf Workbenches, auf Öfen und auf allem. Also es hängt wirklich nicht vom Block ab. Eigentlich, sondern, ja, von den anderen Sachen. Und ja, ich gucke jetzt hier mal oben hin, ob wir was gekriegt haben. Also hier ist schon mal nichts. Im Inventar auch nicht. Ich kann ja noch mal oben hin mich teleportieren. Und dann sehen wir ja weiter. Warte mal, ganz kurz. Ja, hier, du kannst auch mal hier so ein bisschen was gebrauchen. Das muss nämlich despawnen, weil ich das nicht mir erworben habe, rechtmäßig. So, warte, ich glaube, hier ging es nach... Genau, hier ging es hierher. Da wollte ich jetzt auch nochmal gucken, ob was gespawnt ist. Hier sehe ich auch nochmal die Border. Ist die jetzt auf einem halben oder auf einem ganzen? Okay, auf einem ganzen. Also können wir jetzt erstmal nichts weiteres, auf nichts weiteres zugreifen. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, dass der Schriftzug nicht mehr da ist. Das wundert mich auch. Dass sie solche detailreichen Spielmechaniken verändert haben. Hey, was fehlt mir jetzt eigentlich noch für ein Achievement? Optionen? Erfolge? Warte mal. Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch dieses Leuchtturmwächter. Da habe ich ja schon ein paar Blöcke gemacht. Aber ein vollständiger, da brauche ich 163 Blöcke. Und ich habe 37. Ja geil, wie soll ich denn an 163 Eisenblöcke kommen? Wie bitteschön? Ich weiß es halt nicht. Ja. Es ist mir wirklich ein großes Rätsel. Und wo ist Obsidian, damit ich an ein Leuchtfeuer komme? Ich meine, Netherstar hab ich, ne? Der ist ja easy. Aber wo gibt's Obsidian, ey? Das sollte eigentlich das Einfachste sein. Na gut, das Einfachste sollte das Glas sein. Das habe ich ja auch. Kann ich den Block zu mir ranholen? Das wäre natürlich geil. Hm. Ach man, das ist eigentlich scheiße, oder? Also ich würde jetzt hier gerne das Leuchtfeuer bauen, aber es geht nicht. Wir können es ja eigentlich nur hier oben bauen, ne? Weil wir sonst zu krass drauf sind einfach. Nee, weil wir sonst einfach nicht da dran kommen. Ach, ihr wisst schon, wie ich es meine. Na gut, ich weiß es selber nicht, aber... Nee, weil man nur von hier aus der Beaconstrahl bis nach oben gehen kann, ne? Und so. Alter, ich muss aufpassen, dass es nicht die maximale Bauhöhe ist hier. Lol. Vor allem einfach mal Diamantblöcke hier, ne? Aber nicht genug Eisen. Naja. So. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das?
dass wir an genug Blöcke kommen? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich weiß es auch noch nicht. Hier haben wir auf jeden Fall das Ding. Aber Obsidian scheine ich hier wirklich nirgendwo zu haben. Habe ich Gold noch irgendwo? 24 Goldklumpen. Ah, das Gold hatte ich alles vercraftet zu Äpfeln. Stimmt. Das hätte ich noch Goldblöcke machen können. Ich weiß halt auch echt nicht, wo noch Eisen sein soll. Vielleicht hier drin. Natürlich nicht. Die baue ich jetzt auch endlich mal ab, die Kisten. So. Kann ich noch irgendwas entdecken vielleicht im Nether oder so? Dass ich an irgendeine Kiste jetzt zugreifen kann? Ich weiß ja gar nicht. Muss ich mal schauen. Ich hoffe, ich falle nicht wieder aus der Welt oder sowas Dämliches. Natürlich bin ich wieder hier unten. Och Mann, ey. Das ist ja echt schlimm. So, solange ich die Border noch sehe, ist gut. Lol. Hä? Als ob, Alter. Na gut, wegen Wasser kriege ich wieder Blindness, ne? Naja. Hier ist noch ein Diamant. Der wird mir bestimmt weiterhelfen. Da kriege ich immerhin einen Dia mehr. Und hab vielleicht, wenn wir Glück haben, einen Block mehr. Das ist natürlich heftig. Kann ich auch nochmal durchgucken durch die Höhle. Da könnte man noch Kohle abbauen, tatsächlich. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch wieder einen halben Block weiter. Also wir könnten theoretisch hier wieder weiter gucken, ob noch was da ist. Alter. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist noch. Ja, hier noch Holz halt. Ja, wieder warten. Scheiß Blindness-Effekt immer, dass er auch immer so lange bleiben muss dann. Also verhältnismäßig. So, hier haben wir natürlich auch keine Dinger. Kann man aus diesen Eisshards irgendwas craften? Ich weiß ja nicht. Müsste man mal gucken. Ah, hätte ich jetzt hier tonnenweise Eisen gefunden, hätte ich das bestimmt schon mitgenommen. Ja, hier außerhalb der Border haben wir noch ein paar Erze, die uns aber so auch nichts bringen würden. Das wäre ein Tropfen auf einen heißen Stein, wenn wir da auch rankommen würden und alles, aber ist halt einfach viel zu wenig, ne? So. Ah, ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen sollen. Hier. Ich bin ein bisschen ratlos. Hier die Kiste. Ah, hier, Schleimblöcke brauchen wir ja eigentlich auch nicht, ne? Da, diese Dinger. Kann man da noch irgendwas draus craften? Ich muss das echt mal wissen, langsam. Hier bei den beiden Kisten waren wir schon 100 Mal, glaube. Haben wir auch schon 100 Mal ausgeräumt. Und gedacht, dass wir sie noch nicht gelootet hatten. Was sollen diese scheiß Kammern hier eigentlich, ey? Das ist nur für, dass man im Game Mode 3 nicht sehen kann, was dahinter ist, ne? So, hier ist noch irgendwie Lava. Also der Rand der Map ist irgendwie ein bisschen verbuggt, wie man auch hier sieht. Das ist ein bisschen heftig, so. Lol, als ob, Alter. Warum ist das so verbuggt, ey? Naja. Hier haben wir nochmal Glowstone, das verstehe ich auch nicht so ganz. Aber guck mal hier, ja, waren wir ja auch noch nicht. Was gibt's denn hier noch? Ah gut, das ist weit weg von der World Border, stimmt, da kommt man gar nicht hin. Aber warum ist hier so ein Hohlraum? Ja gut, das ist wahrscheinlich einfach so ein natürlich generierter Hohlraum, wie ich vermute. Ja, also nichts Spannendes eigentlich. Gibt's hier noch irgendein Easter Egg vielleicht? Ich weiß ja nicht.